Wir machen weiter im Programm und damit kommen wir zum ersten Anwendervortrag. Und ich hatte ihn vorhin schon angekündigt als einen alten Hasen auch des Pentaho-User-Meetings, der Jens Juncker von der VNG Handel und Vertrieb. Er wird heute berichten darüber, wie Pentaho als ja quasi Middleware und Verarbeitungsplattform zwischen den einzelnen Systemen der VNG arbeitet. Und ja, Jens, damit begrüße ich dich. Herzlich willkommen beim Pentaho User Meeting und ich übergebe direkt auch an dich. Super, vielen Dank für die Einladung. Also ich hoffe, ihr hört mich schon mal und ich gebe auch noch meinen Bildschirm frei. Wir So. können dich hören, ja. Perfekt. Genau, und ich hoffe, die Slides sind jetzt auch zu sehen. Noch nicht? Noch nicht, nein. Moment, okay, ich gucke mal kurz. Kommt das? Ja, Bildschirm freigeben. Bildschirm freigeben. Jetzt haben wir es. Jetzt. Okay, gut. Perfekt. So, ja, genau. Vielen Dank für die Einladung. Ich stelle heute Pentaho Data Integration vor, wirklich das Basic-Tool. Und der Vortrag ist so ein bisschen angeteasert, Schweizer Taschenmesser beziehungsweise Klebstoff, was auch schon AJ gesagt hat, gerade eben in seinem Vortrag. Und der Vortrag ist so ein bisschen, ja, Best of von den letzten 10 Jahren oder zweimal durfte ich schon dran teilnehmen. Und da habe ich vier Business Cases zusammengestellt, die ich gerne vorstellen möchte. Und bevor wir aber starten, gehe ich erstmal nochmal rein, was meine Firma macht. Ich bin bei der VNG Handel und Vertrieb. Wir sind ein Erdgasunternehmen. Gerade in den letzten 2 Jahren war man doch schon ein bisschen mehr in der Presse. Davor, denke ich mal, war das Unternehmen vielleicht gar nicht bekannt. Jetzt gerade durch die ganzen, sagen wir, Energiekrise schon deutlich prägnanter in der Weise in der Presse, wie man eigentlich nicht sein möchte. Aber ja, also wir gehören zur VNG-Gruppe. Da sind noch andere Töchter dabei, wie VNG Gasspeicher, Transport. Und wir sind in Europa tätig. Und bei der VNG Handel und Vertrieb, wir kümmern uns reinweg um den Gaseinkauf und Verkauf. Und genau, das ist so ein bisschen die zum Headline, die Überschriften. Und im Speziellen würde ich nochmal gerne auf den Gashandel eingehen, weil dieser doch sehr speziell ist und herausfordernd ist, würde ich mal sagen. Also ist nicht so einfach, nicht ganz so einfach auf einer Single Slide zu erklären. Und hier habe ich jetzt einmal so ein bisschen die Pipelines, die Marktgebiete in Europa. Es soll so ein bisschen so die Bird-Perspektive sein, dass wir quasi von dem All runtergehen bis auf die, ja, bis auf den Gasfluss sozusagen. Und wie man hier sehr schön sehen kann, ist das sogar eine relativ aktuelle Karte. Im Osten die ganzen Pipelines, die von Russland und so weiter gekommen sind, die sind ja, wie in der Presse erfahren, findet da bis gar keine Lieferung mehr statt, beziehungsweise ist die Nord Stream gestrichelt, da findet aktuell auch keine Lieferung statt. Aber es gibt dann halt auch noch Leitungen von Norwegen, wo wir in Europa unser Gas beziehen, oder von Nordeuropa. Das sind so die einen ja, Ersatzquellen, sage ich mal. Zum anderen gibt es diese LNG-Terminals, die gebaut wurden. Und die ganzen orangenen Punkte, die man hier sieht, das sind Marktgebiete. Das heißt, in diesem kann immer Gas gehandelt werden. Wie man sich das jetzt physisch vorstellen muss, ist ganz klar. Man hat ein Netzwerk, es fließt Gas in das Netzwerk herein und aus diesem Netzwerk wird Gas entnommen. Und die Menge, die muss immer am Tagesende plus minus null sein. Sonst hätte man ja irgendwie eine Lücke, entweder zu wenig Gas oder zu viel Gas. Und das muss halt immer ausgeglichen werden. Und dafür sind auch unsere Händler tätig, um genau so einen Ausgleich plus minus null zu schaffen. Hier nochmal eine kleine Slide über ein paar Marktgebiete, die in der Nähe von Deutschland sind. Deutschland gehört zum Markt virtuellen Handelspunkt Trading Hub Europe. Früher hatten wir mal zwei Marktgebiete. Bis vor 3, 4 Jahren wurden die dann zusammengelegt zu einem. Und ringsherum gibt es dann noch sowas wie TTF, wie die Niederlande. Oder NBP wie in Großbritannien, das sind ebenfalls Marktgebiete, wo Gas gehandelt wird und noch viele weitere. Genau, Trading, so sah es mal früher aus, nehme ich mal gerne mit, weil in den letzten 2 Jahren, obwohl es ja ein positiver Vortrag ist, positiv auch die 10 Jahre, waren wir doch alle mit Krisen konfrontiert. Zuerst gab es ja Corona, so sah es mal früher aus, viele Bildschirme, viele Händler,
die vor dem Bildschirm saßen. Jetzt aktuell hat sich ja doch alles so ein bisschen zum Homeoffice gewandelt. Und aber wie man sehen kann, rechts sieht man so ein bisschen die ganzen Zahlen. Das ist zum Beispiel so ein Trade4Joule. Das ist so eine Plattform, wo man Erdgas handeln kann. Und das ist halt wie, was man aus Filmen kennt. Da blinkt's überall und die Händler klicken dann da drauf und so kann man Gas einkaufen. Genau. Und hier habe ich nochmal so ein bisschen dargestellt, wie so ein Gashandelstag aussieht. Die Uhr soll so zeigen, abbilden 24 Stunden in einem Kreis. Das geht dann nachts los. Dort werden für uns die Marktpreise importiert. Das heißt, wir haben Preislieferanten, die immer die von dem Vortag die Preise aggregieren, bereitstellen für verschiedene Handelspunkte, für verschiedene Gasqualitäten, Arten und so weiter und so fort. Die importieren wir und verteilen die an unsere Systeme weiter, da wir diese für Berechnungen brauchen. Da ist Pentaur bei uns noch nicht so involviert. Also da haben wir ein eigenes Marktpreismanagement-Tool, was das macht. Dann geht es weiter, dass von 3 bis 5:30 Uhr, da laufen unsere Bewertungen, das sind Valuations, das heißt Menge mal Preis mal die Belieferung und finanzielle Auswirkungen wird berechnet. Und das ist dann die Datengrundlage für Reportings, für die ganzen Anwender, damit die wissen, wie die auch am Markt reagieren müssen, also wie viel Gas dann eingekauft werden muss für die Zukunft oder nicht. Bezüglich der Valuations komme ich später nochmal genauer darauf. Aber hier kommt dann zum Beispiel Pentaho ins Spiel. Da wird dann nach Beendigung einer Bewertung wird Pentaho getriggert, verschiebt die ganzen Daten in entsprechenden Reporting Layer, stellt Berichte bereit für die ganzen User und so weiter und so fort. Dann zwischen 8:30 Uhr bis 18 Uhr, das ist so die Haupthandelszeit, wo das Gas eingekauft, verkauft wird. Da gibt es dann noch so eine Stichzeiten wie bis wann die physische Gasmenge angemeldet werden muss für den Gasnetzbetreiber. Das ist auch in Deutschland getrennt. Also Handel, physischer Gastransport muss getrennt sein wegen regulatorischen Sachen, damit man da keine Abstimmung machen kann. Und da gibt es dann halt Zeiten, die eingehalten werden muss. Wenn nicht, kann es halt passieren, dass man eine Imbalance hat, dass man entweder zu wenig Gas oder zu viel Gas für den nächsten Tag hat. Da greift dann quasi Regulatorik und sagt, okay, dann musst du das Gas einkaufen zu einem bestimmten Preis, der natürlich höher ist als am Markt, also als Strafe. Genau. Und das ist die Nominierung, das ist dieser untertägige quasi Gasflussabgleich, sage ich mal. Zwischendurch, Ende des Tages, gibt es noch andere Bewertungen. Das sind meistens kleinere, um eine bessere Sicht zu bekommen für die aktuelle Marktlage. Und am Ende des Tages werden dann auch die ganzen Mengen, die gehandelt wurden, exportiert in Systeme, die den physischen Gasfluss anmelden bei den Netzbetreiber. Und diese Mengen werden auch zurückgemeldet zum ETM-System, was wir haben. Kommen wir noch später dazu. Das ist dann, weil die Rückmeldung ist auch wichtig, weil es kann ja sein, dass irgendwie eine Wartung ist oder dass doch die Gasmenge nicht so transportiert werden kann. Dann werden die Mengen gekürzt und dann muss dann halt eine Anpassung passieren. Und dafür gibt es dann auch, ist der, sag ich mal, der Desk 24/7 besetzt. Da gibt es dann Operations-Kollegen, die dann auch nachts dann so einen Ausgleich fahren können, dass sie dann halt Gas nachkaufen nachts. Genau, hier haben wir eine kurze Übersicht über die Handelsgeschäfte, die wir beim Trading soweit tätigen. Einmal OTC, Over the Counter, das ist direkt individuell, ist nicht so standardisiert und es gibt Börsenhandelsgeschäfte, die hochstandardisiert sind, die über entsprechende Systeme reinfließen. So eine Börse ist zum Beispiel die EEX, die bei uns quasi vor der Haustür in Leipzig sitzt. Und mit denen interagieren wir auch. Da habe ich dann auch einen kleinen Use Case dann mitgebracht. Und hier nochmal aus quasi Kundensicht, sowas, wie man die Produkte machen kann. Man hat einmal die schwarze Linie, ist quasi der Gasverbrauch. Und unten drunter ist so ein bisschen die gelb, ist jetzt, welche Produkte man kaufen kann. Also im klassischen kauft man halt erstmal ein Jahresband. Es geht dann Quartalsband, Monatsband bis zu täglichen. Jahresband kann man natürlich die besten Konditionen rausholen, aber wie man sieht, muss man halt gucken, dass es immer die beste Linie so ein bisschen trifft. Und das wird dann halt ausgeglichen mit Quartals- und Monatsbänder. Und sonst kann man halt noch für den nächsten Tag, Day Ahead, Gas einkaufen, um dann wirklich seine individuelle Gasverbrauch zu steuern. Da ist es so, dass wir auch nicht direkt an
jetzt Endkunden, private Endkunden beliefern. Wir sind quasi der Zwischenvermittler, dass wir Gas aus dem Ausland einkaufen und an Industrie oder an Stadtwerke verkaufen. Und das sind halt unsere, also Großkunden sind das unser Geschäft. Genau. Hier habe ich immer noch einen Slide mitgebracht vom anderen Vortrag. Das war kurz nach Corona. Und da ging es darum, bloß mal kurz zu zeigen, wo wir auch hatten, was wir auch hatten. Unten haben wir so ein bisschen Preiskurve, hat sich alles geändert. Es war so quasi die erste Krise. Und hier hatten wir so einen Gaspreis, der bei unter 10 Euro pro Megawattstunde lag. Das ist jetzt am TTF, das ist an dem holländischen Handelspunkt. Und wenn man sich jetzt in Gedanken hat, was man jetzt die letzten 2 Jahre gesehen hatte mit den unter 10 Euro, habe ich immer noch eine Slide von unseren Analysten bekommen, die wirklich jeden Tag die ganzen Marktlage betrachten, die ganzen Preise schauen, was wie wo war passiert und entsprechend auch bewerten. Und hier sehen wir die Preisentwicklung seit 2009. Grau unten Bereich ist so von 2009 bis 2020. Also da hat man die 40 Euro nie erreicht. Dann 2021, klar, da ging es schon höher. Und der richtige große Sprung war dann halt mit dem Ukraine-Krieg, dass es da hochging bis zum Beispiel über 200, teilweise bis über 300 Euro. Und 2023 ist jetzt die rote, ist unsere aktuelle Kurve. Da sind wir schon wieder deutlich drunter als letztes Jahr. Und wenn man sich da die letzten beiden Jahre genauer anschaut, sieht man zum Beispiel 2022, dass wir da wirklich im Peak 339 Euro pro MWh hatten. Und auf der anderen Seite, wenn man sich zu Corona-Zeiten, also was auch sehr, sehr kurz war mit den unter 10 Euro vorhalt, sind das, war das schon eine Preisexplosion, die auch alle getroffen hat, von privat, gerade Firmen und mit denen wir umgehen mussten, auch das soweit gehandelt haben, auch wenn die Gas-, also die Energiepreise, Erzeugerpreise alles gestiegen sind. Es ist es gut, dass wir jetzt wieder auf, sag ich mal, unter 50 Euro pro MWh gekommen sind. Und hier sieht man halt die ganzen Punkte, was alles passiert ist, was Auswirkungen auf den Gaspreis hat, mit den Kältewelle gerade am Ende oder wo es ein bisschen hoch geht oder jetzt ganz aktuell haben wir seit diesem Jahr gesehen, dass die Gaspreise gefallen sind. Und es gab dann irgendwie Streiks in Australien, die natürlich Einfluss haben durch LNG, als auch jetzt gerade mit dem palästinensischen, nicht ukrainischen, israelischen Eskalation, dass wir da auch wieder einen Anstieg in den Gaspreisen gesehen haben. Gerade auch, weil, wie in der Presse gehört, der Baltic Connector und eine Pipeline in der Ostsee auch, manipuliert oder nicht, oder also auf jeden Fall leckgeschlagen ist. Genau. So viel zu unserem Geschäft, zu Gaspreisen. Komme ich zu Pentao.de bei VNG H&V. Dort ist es so, wir hatten 2011 eine Auswahl gehabt. Da gab es dann zwischen Talent, Informatica, SAS, einige ETL-Tools und da hat sich 2011 Pentao herauskristallisiert und jetzt seit fast 11 Jahren haben wir Pentao im Einsatz. Wir haben die Data Integration Schiene im Einsatz und darauf möchte ich mich auch fokussieren, weil also für BI nutzen wir MicroStrategy zum Beispiel, als auch in kleinen anderen Bereichen auch Power BI. Und zum Informationen, aktuell nutzen wir Pentao immer noch in der Version 8.3.0.11. Also es wird langsam Zeit, dass wir upgraden. Ja, da sind wir, müssen wir ran. Und wir nutzen das Enterprise Repository auf einer Oracle-Datenbank und Pentao läuft bei uns auf Windows Server 2016. Ja, im Vortrag ging es darum, dass Pentao ja unser Schweizer Taschenmesser ist, beziehungsweise auch Klebstoff. Wie man hier sieht, das sind so ein bisschen unsere Cluster, die wir haben bei den Fachbereichen mit den Systemen, die die Fachbereiche im Einsatz haben. Hier habe ich einfach mal so eingezeichnet, wo Pentao mit involviert ist, wobei ich das der Einfachheit halber so gemacht habe, dass die Kommunikationsstrecken bloß zwischen den Clustern sind und nicht noch jede dedizierte Einzel, weil dann wäre es viel zu unübersichtlich. Aber wie man hier so schön sehen kann, ist doch, dass irgendwie Pentao auch die Cluster zusammenhält. Und es gibt hier noch so eine Kästchen, die sind rot umrahmt. Da ist es so, dass wir mit Pentao Systemfunktionalitäten abbilden, nutzen, um diese Systeme bestmöglich nutzen zu können. Genau. Komme ich zum ersten Business Case. Da geht es um das Regulatory Reporting. Da gibt es
Regulierungen bzw. Reportings nach EMIR und REMIT, finanzielle Geschäfte und physische Überwachung des Handels, kam so mit der nicht Energiekrise, mit der Bankenkrise 2007, kam das mit hervor, dass halt alle Geschäfte einer bestimmten Meldebehörde mitgeteilt werden müssen, die den Markt analysiert, ob da irgendwie, sag ich mal, krumme Geschäfte gelaufen sind, also um Markttransparenz zu schaffen. Und hierfür haben wir ganz am Anfang Pentaho genutzt. Das ging schon 2013, 14 los. Deswegen habe ich es ausgewählt als allerersten Use Case, wo wir das auch so quasi mit Pentaho gestartet sind. Und da ging es zum Beispiel darum, dass wir für EMIR, das ist aus der Vergangenheit, eine UTI generieren mussten. UTI ist der Unique Transaction Identifier für jedes Handelsgeschäft. Und hier bekommen wir Informationen, XML-Dokumente von der Börse. Und in diesem XML-Dokument waren viele Produktinformationen, also oder Informationen zum Handelsgeschäft drin. Und diese mussten zusammengeführt werden zu einer UTI, die wieder in unserem Energy Trading and Risk Management System, unser quasi Backbone, zurückgeschrieben wird zu dem Handelsgeschäft. Und da hatten wir dann halt auf die Schnelle eine Pentaho-Schnittstelle gebaut, die man hier sieht, die Transformation vom SFTP werden Daten abgerufen, die XML wird halt ausgelesen, wird generiert und wird dann entsprechend im ETM-System weggeschrieben. Hier sieht man auch den guten Beispiel von Pentaho, weil die UTI ist Stand 2019 gewesen. Aktuell nutzen wir die Schnittstelle immer noch. Also das Bild von der Transformation ist immer noch von der Schnittstelle. Da ist es aber so, dass die Schnittstelle zurückgebaut wurde, weil die UTI schon in XML mitkommt und da kann man aber ja mit Pentaho das relativ schnell anpassen. Ein anderes Beispiel ist das ETM, Electronic Trade Monitoring für uns. Und hier geht es darum, dass wir von der Börse XML-Nachrichten holen, diese dann als SOAP-Request generieren und dann an einen Webservice bereitstellen für das Electronic Trade Monitoring, für die Überwachung. Und da ist Pentaho ganz klassisch als Schnittstellentool, heißt XML nehmen, SOAP-Request generieren und per HTTP-Post an das entsprechende System schicken. Genau. Dann komme ich zum nächsten Thema, was relativ ein bisschen größer ist. Hatte auch schon gerade AJ in seinem Vortrag mit besprochen. Da geht es um, was mache ich mit meinen Daten? Wie, also brauche ich alle Daten? Kann ich die Daten irgendwie archivieren? Kann ich die eventuell löschen? Und es ist so, wir haben unser ETM-System, Energy Trade and Risk Management System, Allegro im Einsatz seit 2014. Und hier sind die Bewertungen. Die sind jeden Tag. Die größte Bewertung hat 6,6 Millionen Zeilen, die generiert werden. In Summe generieren wir ca. 11 Millionen Zeilen pro Tag, 150 Spalten. Und so eine Bewertung ist auch so groß, weil die einen relativ großen Horizont abbildet. Das heißt, wenn wir heute im November sind, wird der November, Dezember, Oktober auf täglicher Granularität bewertet, aber die anderen Monate werden monatlich bewertet bis 12 Jahre im Voraus und in ein Jahr in die Vergangenheit, um unser Portfolio zu analysieren, um wirklich alle Eventualitäten mit abzudecken. Und diese täglichen Bewertungen erzeugen sehr, sehr viele Daten. Da ist es dann so, dass man halt einen Fachbereich fragt, braucht ihr alle Daten? Fachbereich sagt natürlich, jo, ich brauche alle Daten. Aber wenn man dann sagt, ja, lieber Fachbereich, ist es euch geholfen, wenn wir die Daten irgendwo wegschreiben, archivieren und ihr braucht bloß eine halbe Stunde warten oder ihr könnt das selbst triggern, wartet eine halbe Stunde, dann habt ihr eure Daten, wir sparen aber einen sechsstelligen Betrag. Dann sagt dann der Fachbereich, jo, das können wir machen. Und daraus ist die Idee entstanden, dass wir diese Valuations archivieren. Da mussten wir zu einem Pentaho mit Allegro zusammenbringen. Da nutzten wir, oder andersherum, unser Allegro ETM-System, kann man auch ein bisschen selbst programmieren, in Class-Events. Hier sieht man so ein bisschen so einen Trigger, wie Pentaho aufgerufen wird per Webservice. Es werden die IDs übergeben von der Valuation und die Archivierung läuft los. Wir nutzen auch Pentaho dafür, dass wir, das ist zum Beispiel der tägliche Prozess, der hier kurz zu sehen ist, für die ganzen Bewertungen und Reports. Nach jeder Bewertung, jeden Tag, wird so ein Trigger-Job ausgerufen, wo wir halt andere Jobs platzieren können und dort werden dann auch diese Reports-Links ausgeführt. Genau, und bei der Archivierung der Valuation wird entsprechend IDs übergeben mit den Valuations, die archiviert werden sollen. Und dort gibt es dann sehr, sehr viel Logik, die abgebildet ist. Deswegen sieht das so ein bisschen unübersichtlich aus, weil was ist, wenn es wiederhergestellt wird? Wenn es wiederhergestellt wird, bleibt es halt 2 Wochen im System. Wenn es älter als 2 Wochen ist, dann wird es automatisch vom Pentaho wieder entfernt aus dem System, damit man einen möglichst kleinen produktiven Datenbestand hat.
Und hier können wir auch mal kurz in das System reinschauen. Das ist das Pentaho. Hier habe ich so eine Bewertung da. Muss ich mal ein bisschen was verschieben. Und das ist so, ist alles tabellenbasiert. Eine Valuation sieht so aus, dass wir sehr, sehr viele Werte haben. Backtime, Endtime. Das sind jetzt 223.000 Zeilen. Und wenn wir jetzt sagen, Archive Selected, fragt er noch auf Long Term, nein, wird dann halt gestartet. Der Pentaho-Job wird eingeplant. Und wenn ich jetzt dann nochmal hier drauf gehe, sieht man hier, dass der Pentaho-Job losläuft und entsprechend anfängt, die ganzen Daten zu bewerten. Bei uns ist es so, wir platzieren diese archivierten Daten auf dem Shared-Laufwerk. Und in diesem Shared-Laufwerk werden die Daten als ZIP abgelegt. Dadurch hat den Grund, dass wir Oracle nutzen. Oracle, er will ja für alles Geld haben, auch für Archivierung. Und so heißt es, wir ziehen die Daten aus der Oracle-Datenbank, zippen die auf dem Shared-Laufwerk pro Valuation. Und hier sieht man so ein bisschen, was wir als Einsparung haben. Also in Produktion bei 5,25 Millionen Zeilen verbraucht es in der Datenbank 3 Gigabyte. Im ZIP sind es unter 300. Ja, das XML, also es wird dann immer ein XML generiert, damit wir genau wissen, welches Feld in der Datenbank wohin gehört. Dadurch ist XML riesengroß, aber gezippt sparen wir uns quasi 90% des Speicherplatzes. Und dadurch kriegt man halt den sechsstelligen Betrag raus pro Jahr, den wir da sparen. Und die Datenbank bleibt schön klein hinsichtlich Wartung, Maintenance, was passiert im Fehlerfall, wenn wir die backup müssen. Genau. So, kann ich mal kurz gucken. Der Pentaho-Job läuft noch. Dann gehe ich mal kurz auf den Server. Das ist jetzt auf dem Server und die Valuation, die wird hier dann gleich zu sehen sein. Die wird dann 2023. Hier sieht man jetzt, die Valuation ist jetzt von 10:12 Uhr und das heißt, die wurde gerade geschrieben. Und wenn der Pentaho-Job fertig ist, heißt es, die Valuation wird abgelegt. Danach werden die Daten in der Datenbank von Pentaho gelöscht. Dann ist alles fein. Und im Idealfall haben wir hier ein File-Based. Davor stand hier nichts drin. F heißt File-Based, heißt die Valuation wurde archiviert. Und wir haben jetzt hier 0 Rows dementsprechend und der Pentaho-Job ist fertig. Genau. Im Umkehrschluss kann der User wieder rangehen und sagen, okay, ich möchte die wieder haben, kann auf Restore klicken. Jetzt wurde die gequeued for Restoring, ist vice versa. Das Archiv wird abgeholt, die ZIP wird entpackt von Pentaho und das XML wird eingelesen. Hier geht es schon los mit Einlesen und dementsprechend wieder dem System zugeführt. Genau, das ist der kleine Use Case zu Pentaho und der Archivierung. Komme ich zum zweiten Use Case, das ist das IT Novum Framework. Wir hatten die Anforderung, dass wir mit Pentaho gerne mehr XML-Nachrichten kommunizieren möchten. Das heißt, wir möchten XML im Body Pentaho übergeben. Diese möchten wir auslesen, die möchten wir weiterverarbeiten. Und Pentaho soll entsprechend synchron oder asynchron darauf eine entsprechende Bestätigung verschicken. Das haben wir mit Altinovo umgesetzt. Altinovo hat ein Framework gebaut im Sinne von Transformation, dass wir schlussendlich bloß eine kleine Transformation einklinken müssen. Das ist und eine Konfiguration machen müssen. Konfiguration heißt, wir geben mit, welche Transformation auszuführen ist. Diese Transformation wird dann entsprechend angetriggert. Und hier habe ich jetzt mal so einen kleinen Beispiel-Request, der gestartet wird mit einer entsprechenden, das ist eine synchrone Abfrage, wenn ich jetzt sage, send dort ein bisschen, weil es ein Testsystem ist. Wird entsprechend jetzt muss ich bloß gucken, wird diese Transformation aufgerufen. Die wird auch wieder gestartet. Pentaho gibt einen entsprechenden Wert zurück. Hier macht es nichts anderes, als zu sagen, also ich gebe einen Wert rein mit jetzt mein Name, Start, Ende der Präsentation und im Idealfall gibt mir das System dann zurück, wie viele Minuten ich noch habe. Ob ich noch in Zeit bin oder ob ich da schon draußen bin. Und hier sieht man, dass die
Präsentation für 25 Minuten läuft und 4 Minuten habe ich noch. Okay, muss ich mich ein bisschen sputen. Aber damit haben wir halt Pentaho als, ja, als Business-System mit integriert oder andersherum. Pentaho ist bei uns so, dass es immer im Hintergrund läuft. Der End-User kriegt es teilweise nicht mit. Genau. Hat uns sehr, sehr viel mit ermöglicht, dieses iTunes Framework, dass wir viel, viel mehr mit Webservice interagieren können. Hierfür mussten 2 Steps neu entwickelt werden. Ein Endpoint im Tomcat musste neu geschrieben werden, weil Pentaho leider nur asynchron gearbeitet hatte. Das heißt, die Requests wurden irgendwann abgebrochen und wurden nicht gewartet, bis wirklich die Transformation ausgeführt wurde. Wurde mit dem neuen Endpoint integriert, funktioniert, haben wir einen Einsatz seit gut 3 Jahren. Und da hatte ich bloß mal noch einen Slide mitgebracht, dass wir da ein bisschen Probleme hatten, oder das heißt Herausforderungen mit dem Enterprise Repository. Dort war es so, dass wir das Oracle, dass es viel noch zu langsam war und durch Optimierungen mit Database-Indizes, Repository-Handling und JNDI-Connections konnten wir die Zeit, die Ausführungszeit von 25 Sekunden auf 6 Sekunden drücken. Das war jetzt gerade für Ausführungen, die wirklich zeitintensiv sind. Wir konnten es sogar noch ein bisschen mehr drücken. Wo es auf Sekunden drauf ankommt, nicht im Millisekundenbereich, das haben wir damit nicht geschafft. Aber ja, damit haben wir eine gute Zeit und Flexibilität erreicht. Jetzt habe ich noch meinen letzten Use Case. Da geht es darum, um ETL Metadata Injection. Das haben wir jetzt mehr und mehr eingebaut. Gerade am Anfang war es so, dass wir auch einen Reporting Layer, was ich jetzt gar nicht behandelt habe, für Data Vault, für unser DWH, dass wir da irgendwie 20, 30 Transformationen hatten am Anfang, weil wir die immer 1:1 abgebildet haben. Und mit ETL Metadata Injection ist es so, dass wir jetzt dahin kommen, dass wir von den 20, 30 auf plus noch 5 Transformationen runterkommen und die dann halt plus nur noch konfigurieren, mehr oder weniger, um die deutlich wartbarer und besser nutzbar zu machen für die End-User. Und hier habe ich jetzt noch so ein letztes Beispiel, was meine Kollegin Nat umgesetzt hat. Das ist auch in dem Allegro-Umfeld. Da geht es darum, dass wir verschiedenste Fachbereiche haben. Wir haben Fachbereiche, die sind sehr, sehr IT-lastig unterwegs. Andere Fachbereiche haben halt ihr Business und gerade für die IT-lastigen Fachbereiche gibt es immer so, dass die an uns Anfragen haben hinsichtlich: Ich brauche einen Report, ich brauche das aus dem Allegro, ich brauche das, aber die schicken gleichzeitig schon die SQL-Statements. Und um denen das zu ermöglichen, dass die SQLs nutzen können und dass die ihre Reports im Sinne von, die nutzen das dann mit CSV weiter, haben wir hier so eine Möglichkeit geschaffen, dass dieser Fachbereich seine SQL-Statements kopieren kann. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal gerade die Bewertung, die sollte jetzt wieder da sein. Jo, ist wieder da. Und wenn wir jetzt hier eine Position nehmen, ja, das ist eine ID, das ist also, wie sich ein Handelsgeschäft strukturiert. Und wenn man das jetzt einfügt, ausführt, kann man sagen, SQL Export wird dieser Report exportiert. Und im Pentaho ist das dann dementsprechend auch jetzt gezippt, abgelegt und hier drin ist dann entsprechend ein CSV-Dokument, was man sich halt anschauen kann. Und das ist das, womit dann der, also jetzt, ja, also auf jeden Fall ist das eine CSV-Datei drin, die der Endanwender sich anschauen kann, um mit den Daten weiterzuarbeiten. Genau, und die Besonderheit bei diesem Metadata Injection ist, dass es wirklich sehr, sehr generisch ist. Also die Tabellenstrukturen werden ausgelesen, die Spalten werden ausgelesen, es wird eine Formatierung gemacht für Excel und dieses wird dann halt dementsprechend, wenn es 150 Spalten sind, sind das jetzt 150 Spalten, sonst sind 10 Spalten und somit hat der Fachbereich alle Flexibilitäten, um an alle möglichen Reports zu kommen. Und genau, ja, das ist jetzt so letzten Minuten schnell durchgerusht, sage ich mal, durch den Vortrag, was man mit Pentaho alles machen kann, wo wir es nutzen. Und ja, wenn Fragen sind, gerne melden. Und ja, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Ja, Jens, vielen Dank auch von meiner Seite für deinen Vortrag. Und auch hier an der Stelle möchte ich den Punkt aufnehmen. Fragen gerne in den Chat, wenn es Fragen zum Vortrag gibt. Dann wollen wir uns natürlich jetzt auch die Zeit nehmen, diese zu beantworten.
Ansonsten vielleicht in der Zwischenzeit, ich denke, dein Vortrag, der zeigt auch sehr gut, dass Pentaho nicht nur Datenintegrations-Use Cases, sondern auch natürlich deutlich mehr umsetzen kann, insbesondere die Erweiterbarkeit durch eigene Plugins, Frameworks, aber auch Metadata Injection. Kannst du so ein bisschen beziffern, wie viel Zeit spart ihr durch Metadata Injection im Reporting? Das kommt immer so ein bisschen drauf an, klar, aber man kann da schon, gerade dadurch, dass wir Metadata Injection so aufgebaut haben, dass wir dann Konfigurationstabellen haben, kann man schon teilweise 90% der Zeit sparen für bestimmte Use Cases, wenn man sagt, okay, man gibt bloß noch das Input SQL rein. Oder jetzt wie das letzte Beispiel mit den Reports. Früher war es so, die Reports wurden uns zugeführt per E-Mail. Wir haben die dann ausgeführt, haben die dann dem Fachbereich übergeben. Und das ist natürlich eine immense Zeitersparung, wenn der Fachbereich, der User selbst das draufklicken kann, auf den Button hittet und dann sofort sein Ergebnis sieht. Und das ist natürlich auch gerade fürs Business wichtig, dass man da halt nicht immer auf die anderen warten muss sozusagen, sondern dass dann auch die End-User enabled werden, bestmöglich an ihre Daten zu kommen. Ne? Danke dir. Dann schauen wir einmal in den Chat. Da haben wir eine Frage. Wie stabil läuft PDI hinsichtlich der Web-Services und gibt es auch REST-Aufrufe? Restaufrufe nutzen wir auch, ja. Da gibt es auch entsprechende Rest-Steps für Pentaho. Ist aber, sage ich mal, sind vielleicht 20, 30% von allen Web-Service-Aufrufen sind wirklich Rest. Und PDI läuft bei uns stabil am Anfang. Was ich so ein bisschen angeteasert hatte, war die Herausforderung, die wir mit euch, mit IT-Novum hatten, hinsichtlich ein stabiles Framework hinzubekommen, weil out of the box Pentaho, der Endpoint, halt nicht auf Synchronität wartet, sondern das war so eine Tomcat-Eigenheit, dass man da einen speziellen Endpoint braucht und es wurde dann aber gefixt und seitdem, wir nutzen das jetzt 3 Jahre und Fehler haben wir meistens nur, wenn irgendwelche falschen Daten ankommen, was nicht am Pentaho liegt und sonst läuft es stabil. Also deswegen sind wir auch noch auf der 8301, ist eigentlich so ein Tool, inzwischen ist es bei uns installiert, läuft im Hintergrund, die User kriegen es nicht mit, es läuft halt, ne. Danke. Super, damit scheint die Frage beantwortet. Dann die kurze Frage: Gibt es weitere Fragen aus der Runde? Ansonsten können wir die natürlich auch gerne im Nachgang an dich senden und sie dann auch beantworten. Ich denke, die Möglichkeit haben wir auf jeden Fall auch. Und Jens, damit sage ich vielen Dank und ich hoffe, du genießt weiterhin das Jubiläum des Pentaho User Meetings und wir würden dann eben zum nächsten Programmpunkt auch übergehen. Mache ich, danke. Ciao.